Oh ja, bei Tag kommt das viel besser, aber dass man das da oben nicht streichen kann, ist ein bisschen kacke. Oh, das ist jetzt gestrichen, okay. Die Säulen alle weiß, die Säulen alle dunkel. Die Türen sind... Oh, Moment, 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 die Türen sind weiß? Nein, die Türen sind weiß! Die Türen sind weiß, es hat funktioniert! Okay, dann muss ich das da oben noch streichen. Weil das hat ja, als ich das letzte Mal streichen wollte, nicht funktioniert. Die oberen Teile da. So. Gucken wir mal, welche Farbe hatten wir denn? Aubergine? Nö. War das der? Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das heißt, eventuell, wenn ich das Safe Game irgendwann lade, wird man es sehen können. Ja, merkwürdig. Was eigentlich mit dem Dach? Nö, das ist einheitlich. Hm. Okay. Auf dem Grillplatz war aber jetzt nichts irgendwie an Sammelkarten. Hm. Bis die Nadel da fertig ist. Wo ist die Nadel eigentlich? Hä? War die nicht hier vorne? Doch, da hinten. Also bis die Nadel fertig ist, vergeht noch ein bisschen. Und ich glaube, ich sollte demnächst auch mal die Halloween-Deko hier wieder deaktivieren. Irgendwie spinnt dieser Verstärker, den ich hier für die Lautsprecher habe. Jetzt ist der linke Lautsprecher schon wieder lauter geworden. Da ist irgendwo ein Wackelkontakt drin. Hier ist keine Sammelkarte. Aber wer stellt sich sowas dahin? Und vor allen Dingen, wie kommen die Autos darauf? Und hier fehlt noch der Totem, der Marterpfahl, Totenpfahl oder wie auch immer. Ich kann mich leider nicht bücken, deswegen komme ich nicht in die Zelte rein. Was? Was? Nein, 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 Herr Spiel. Ich hab gegen keine geltenden Gesetze verstoßen. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, mal testen. Oh ja, das eine Netzteil von der Beleuchtung hier wird ein bisschen warm, aber nicht so heiß. Weil wenn ich die Beleuchtung hier oben voll aufdrehe, dann werden die lustigen USB-Netzteile, weil das 2 Ampere sind, das sind 2 Ampere Scheinwerfer, dann werden die so knallheiß, dass ich mir tatsächlich am USB-Stecker die Finger verbrannt habe. Das ist scheiß heiß. Apropos, ich muss mal ein bisschen Kraftstoff klauen. Weil ich nämlich mit Rudi dann noch einen Sandberg entfernen wollte. Da ist ja auch was. Das gibt's ja nicht. Hier überall Halloween-Deko. Die Vögel fliegen heute aber tief. Birdies? Was macht ihr so tief? Irgendwie verschwinden die. Oder kommen die hier vom Friedhof? Okay. Zu schade, dass man hier nichts machen kann. Das sieht irgendwie schon gruselig aus, aber hier ist nichts. Was ist das? Warum? Ich erkenne nicht, was es ist. Irgendwas Durchsichtiges. Darth Vader, bist du es? Aber es ist platt. Es ist zweidimensional. Genau wie deine Persönlichkeit. So. Ich wollte mal mit Rudi noch ein oder zwei Sandhaufen beseitigen, die hier hinten beim Picknick sind. Solange können wir ja warten. Reinigen, tanken, Kasse, ja. Ich habe gerade da oben geguckt, wer noch alles so hier was zu tun hat. Oder was auch nicht zu tun hat. So. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Party! Party! Moment, ich muss lauter machen. Yo! Party! Kauf mir den Laden leer, Leute! Da kommen sie! Wuhu! Ja, komm! Sag mal, Junge? Warum stehst du da? Ach, die machen direkt den Müll voll.
Okay, die arbeiten noch ein bisschen. Braucht der gar nicht so gucken. Yeah. Ja, genau, George. Sie kaufen mir den Laden leer. Habe ich noch Alkohol? Nö. Aber Saufi Saufi habe ich noch. So ein bisschen Placebo. Kippen haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Ja, Donuts haben wir noch. Ein bisschen von hinten die Zeitung auffüllen. Ah, voll. Voll. Komm hier, den schmeiß ich für dich weg. Nein! Ich kann immer noch nicht werfen. Auf die Entfernung klappt es. Haben die alle Sonnenbrillen hier weggeräubert? Ja, Tatsache. Wow. Sag mal, habe ich dem Schatten erlaubt zu flackern da hinten? Nein. Acht Leute an der Kasse. Ich muss mal kurz die Schicht wechseln. Tanken. Aufgabenliste. Reinigen. Hiroki, Aufgabenliste. Kasse. Kommt gleich jemand! Karte 1 wird für Sie geöffnet. Hiroki, bitte an Kasse 1. Hiroki, bitte. Sorry, Mitarbeiter sind heute auch nicht mehr das, was sie gestern mal waren. Gestern? Da ist er ja. Ja. Dann mal ab. Oh, er hat sogar einen Scanner wieder in der Hand. Direkt 150. Das war wahrscheinlich Autowäsche. Wie auch noch alle gleichzeitig am Abtanzen sind. Während Mayumi hier... Ja! Ich finde das ja zu geil. Boah, 2000! Ich hab doch gerade irgendwie 500 für einen Sprit ausgegeben. Und mir einen Tippi gekauft. Für 400 oder so. Boah. Guckt euch das an, was die an Kohle hier mitbringen. Die könnten von mir aus täglich kommen. Dann würde ich nur mit dem Stellen nicht hinterherkommen. Boah. Der Laden brummt. Leider kann ich mir keine zweite Kasse leisten, weil geht nicht. Weil an und für sich bei 7 Leuten, 8 Leuten an der Kassenschlange hätte ich schon längst eine zweite Kasse öffnen müssen. Aber geht nicht. Wir haben nur eine. Wir haben zwar genug Mitarbeiter, aber wir haben nicht genug Kassen. Das ist das Problem. So, der letzte. Auch immer diesen mit dem Finger irgendwo hinzeigen. Oder den Rührstab machen. So. Du bist der Letzte, oder? Nein, er ist der Letzte. Jetzt bewegt er sich. Aber ich kann den Tisch da nicht mehr hinstellen. Ich kann den Tisch nirgendwo hinstellen. Ab ins Inventar damit. Okay. Er schnappt sich was zu trinken. Yeah, geil. Du bist der Letzte. Er schnappt sich eine Brille. Yeah. Bislang alles zufrieden? Guck nicht so. Kauf ein. Oder stehst du schon an? Okay. Die Party geht endlos. Nein, er steht schon an.
Horrible. Was? Wer? Horrible? Ah, du! Meine Kassierer sind die Besten. Da lasse ich nichts drauf kommen. Können wir noch was nachfüllen? Boah. Thank you. Der hat mich ausgeräubert. Guckt euch das an. Gefühlt alles leer. Ich habe sogar Autozubehör gekauft. Okay, dich verfolge ich noch. How much do I owe you? I don't know. Aber warum sagt sie es auf der anderen Seite? Keine Produkte mehr, keine Produkte mehr. Snacks? Scheiße! Ich habe keine Snacks mehr! Die haben mir die Snacks weggekauft! Das gibt's ja nicht. Okay. Mister, ich bin der Letzte der Party. Alle warten nur auf dich. Oder? Hannover Arme? Ich glaube, Heino hat ein bisschen zu wenig, der hat ein bisschen zu viel Legday geskippt und zu viel Brustmuskeln trainiert. So. Alle sind schon im Bus und warten auf dich, Junge. Und du hast dich an irgendeinem Tisch festgebissen. So. So. Jetzt haben wir das wieder leise. Oh, $3,000. Also hätte ich jetzt... Moment, apropos. Was eigentlich mit dem komischen... mit der Geistererscheinung hier auf dem Friedhof? Leider ist er ziemlich eindimensional, oder? Ansonsten gibt's hier nichts. Hier gab's auch keine Halloween-Specials oder so. Ja gut. Dann wollen wir uns mal ein paar Sachen kaufen, nämlich... Einmal Lieferung, Produkte. Wir brauchen wie üblich Snacks. Wir haben nämlich gar nichts mehr. So, die kaufen wir. Was mit Erfrischungsgetränken? Davon haben wir noch. Oh, ist noch nicht nach null, oder? Ist schon... Nee, ist noch nicht nach null. Wir müssen noch warten. Obwohl... Wir bestellen nochmal nach von dem Zeug. Solange es jetzt noch günstig ist. Nicht, dass es morgen schon wieder teuer ist. Aber ich wollte mal Deko. Sehenswürdigkeiten. 4 Stück fehlen noch. So, das heißt, noch ein Auto. Oh, halt. Bevor ich das mache. Einmal das Tipi da. Einmal den Totem-Rekonstruktion. Entgegen der landläufigen Meinung symbolisieren Totenpfähle nicht die Macht der vertikalen Höhe. Je nach Herkunftsland und symbolischer Komponente können sie eine Vielzahl von Bedeutung haben. Da sie nicht aus dieser Region stammen, ist es unmöglich zu sagen, was dieser Pfahl bedeutet. Okay. Ist jetzt hier eine Karte erschienen? Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwo Karten erscheinen. So, den. Und letztes Wrack. Zwischen Stahl und Rosthaufen über aufragenden Trümmern... Stehst du an der Spitze des Himmels und blickst auf die Welt unter deinen Füßen? Eine Frage drängt sich auf. War es das wert? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass ich dafür eine Sammelkarte oder so einen Quatsch kriege. Aber unsere Lieferung ist da.